Okay, läuft doch. Ach Mann, scheiße. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Die Übertragungsrate ist gerade ein bisschen schwierig. Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Artyomitsch, wenn du Kultur erleben willst, das Bolschoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Welt, um ihre Aufführungen zu sehen. Okay. Und hier ist der weltbeste Streamer. Kappa. Und jetzt sind wir Freaks? Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komme wieder zu dir. Willkommen. Danke sehr. Hallo erstmal. Oh, hier gibt's doch Schweine. Oh. Interessant. Das ist wirklich cool. Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seelen. Hier sitzen wir mit Gesell und Fest. Hallo, ich würde gerne was trinken. Hallo. Okay. Und endloser Krieg herrschen. Tut mir leid, Katja. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Lydia hat es nicht geschafft. Wie? Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf den Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam auch nur einen Kratzer ab. Aber Vidya stand nicht auf. Seine Maske, sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Mein Beileid, nein. Katja. Vidya! Wir haben ihn dort begraben. Eine gute Stelle. Wir haben weiße Steine auf das Grab gelegt. Lass sie. Soll ich dich trösten? Oh. Ja, zeig uns welche, die wir kennen. Oh, cool. Wow, das ist mal ein Dämon. So gut wie ein Dämon. Guck mal, wie er mit den Flügeln schlägt. Okay. Nein, Papa sagt, er schlägt mit den Flügeln, wenn er abhält. Und mein Papa hat schon viele Dämonen gesehen. Wir haben recht. Und Metro! An alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Sehr schön. Danke für den Follow. Salo normal, Salo normal. Ah, okay. Hallo, Munition. Wenigstens hatte ich zum Schluss etwas Spaß. Diese Patronen sind gut, auch wenn sie handgemacht sind. Wir könnten immer noch stocken, anstatt nur helfen. Sieh mal, ich habe noch Geld für dein Leben. Die Getränke gehen also auf mich. Also die sind vielleicht nicht neu, aber von guter Qualität. Nö, das brauche ich nicht. Danke sehr. Ja, komm wieder, wenn du Fisch, etwas brauchst. Frische Fisch aus Venedig. Frische Fritze, frische Fritze. Wurfmesser, leise und tödlich.
Aber verkaufen? Nee, auch nicht. Ich weiß es nicht. Ach Mann! Ich habe alles arrangiert. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Okay. Let's go. Zeig mir eure Tickets. Pavel. Pavel, komm. Zeig dir nicht näher unsere Tickets. Mach dich nicht lächerlich. Oh. Natürlich. Kommt rein. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Die Aufführung beginnt. Wenn sie es werden, der Konkon. Kommst du denn auf einmal hierher? Okay. Hä? Die sitzt zweimal hier im Publikum. Wartet, hier. Da. Und da hinten. Auf der deutschen Bühne hat es nie zuvor Vergleichbares so gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden nach solch einem Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotz dem Gott dieser neuen Welt, und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Bury, unseren außergewöhnlichen Dompteur mit seinem, Schrecken unserer Stadt. Was wird das? Ah, okay. Komm. Artyom! Und? Hat dir die Aufführung gefallen? Zeit weiterzugehen, du Kunst. Oh, Pavel. Nicht mehr? Helen, ich bin total in euch Mädchen verliebt, aber ich hatte geschäftlich zu tun. Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. Komm mit euch. Wo bist du? Beweg dich, Pavel. Du dummer Freak, ich bring dich um. Artyom, mir scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft. Ah. Ja, das ist schon ein hartes Leben ohne eine weiche Frau. Wie auch immer, ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Was grinst er so? Okay. Hier bitte, zwei von unseren Spezialitäten. Vom alten Freund. Hat schon ein halbes Jahr gezogen. Das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Das Dorf hier. Das ist oder? Sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, können wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom!
Wir präsentieren Ihnen. Okay. Wow, also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume, keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Artyom, hau weg den Scheiß. Ja. Sehr sympathisch. Ach, ja, wo war ich? Ah, ja. Herr, jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an. Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier. Weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter. Bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Die Ahleneige, Ole, ja. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Router damit! Also, mein Freund, so läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Und du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten, nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. Was ein Verräter, ey. Ich hab dich gemocht, Pavel. Du Verräter. Willkommen zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerät über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur. Das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Naja, Pavel. Das kriegst du zurück. Bewegung! Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Artyom, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Rühren! Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl. Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl. Der Genosse General ist auf. Das ist ja mein Glückstag. Dann geht alles viel schneller als erwartet. Sieh mal, Artyom. Du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Aber das Motto deiner Kameraden vom Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor. Und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wird kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. Aha. Aha. Trotzdem bist du ein kleiner Verräter, Pavel. Guten Tag, Genosse General. Genosse Morosov, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Miller vertraut ihm. Zusammen haben sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Au! Du Arsch! Aua! Sparen wir uns das anfängliche Abtasten.
Und kommen wir zur Sache. Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen, Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär Genosse Moskvin. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also eigentlich wollten wir... Ach, stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Oho. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt. Da! Du immer noch nichts! Nimm das, Miststück! Sprich, oder du wirst es bitter bereuen. Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle. Was machst du denn da, Papa? Das nennt man Verhör, Lenya. Verhör! Das Übliche. Was denn? Hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Ich töte deinen Sohn. Du kleines Stück Scheiße. Ohne Blut gibt es keine Macht. Doch, gibt es. Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie Gott, lieben ihn noch. Gott, in Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spieße. Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Blah. Komm hierher zurück! Du ich muss Leon nicht zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Oh. Okay. 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 Das Serum braucht einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Pavel. Alles Verräter, alles Schweine. Fick dich, Korbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu. Wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schächten vor meinem Vater zu verstecken. Ich danke dir. Dich töte ich doch nicht. Nun, ich wünsche dir viel Glück. Danke sehr. Was ein netter Bursche. Das habe ich als erstes auch von Pavel gedacht. Dann hat er mich verraten. Dreckschwein. Das
kriegt er noch zurück. Setzen Sie sich, Korbut. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ah, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel, ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht! Ich? Mosquin, als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Mosquin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Korbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Okay. Interessant. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dienst der roten Linie! Okay. Aber den Sinn dahinter verstehe ich gerade nicht. Abzeichen ab, aber trotzdem das Banner. Von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht.